Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Geo Leben TV. Ja, was ist denn das Thema, außer dass ich unglaublich schwitze? Ich weiß, das ist nicht sehr professionell, aber es ist im Augenblick ein bisschen schwierig. Rechts leuchtet der Scheinwerfer, der macht eine ziemliche Hitze und das andere ist einfach, ich nehme einfach wieder einige Dinge ein, damit ich gut entgiften kann, vor allem auch die Lugolsche Lösung, also eine Menge Jod täglich. Einen Tropfen. Und warum mache ich das? Ja, ich habe vor, wieder mit dem anorganischen Schwefel anzufangen. Ich habe es nicht nur vor, ich habe jetzt vor 5 Tagen mit dem anorganischen Schwefel wieder angefangen. Also das war immer so im Hintergrund, dass ich mir gesagt habe, irgendwann mag ich es noch probieren. Der erste Versuch, den habe ich erst nach circa 6 Wochen abgebrochen. Gibt es ein ausführliches Video darüber, aber irgendwie haben wir gedacht, ich mag das einfach nochmal wissen, vor allem wenn die Ernährung anders ausschaut. Damals habe ich ja noch sehr viel Kohlenhydrate zu mir genommen, vor allem auch in Form von Getreide, in Form von Brot. Ja, und das ist ja bei der Frage des anorganischen Schwefels nicht unbedingt das Vorteilhafteste. Ich habe damals sehr lange sehr ungute Nebenerscheinungen, Nebenwirkungen gehabt und ich habe es dann einfach abgebrochen, weil man einfach nicht mehr sicher war, ob das jetzt wirklich gut ist. Ja, und trotzdem haben wir gedacht, irgendwann mache ich es noch. Und jetzt ist irgendwie die Zeit wieder reif, habe ich das Gefühl. Ich habe, wie gesagt, vor 5 Tagen wieder angefangen. Ich habe ja meine Ernährung seit über 50 Tagen mittlerweile jetzt umgestellt und zwar überhaupt keine Kohlenhydrate mehr in Form von Brot, Getreide, Nudeln, Reis und so in die Richtung, wie gesagt. Und das ist ja beim anorganischen Schwefel nicht unbedingt der Bringer, wenn man da zu viel zu sich nimmt. Ja, also seit 5 Tagen wieder anorganischer Schwefel und wie gesagt, Jod löst er sicher mit aus, dass sie sehr, sehr schnell ins Schwitzen komme. Da ist natürlich auch zusätzlich noch das Training, das ich ziemlich fast jeden Tag einfach auch absolviere, natürlich auch mit dabei. Also so haut's mir den ganzen Dreck, den ich natürlich auch wieder in den letzten Monaten angesammelt habe, überhaupt in meinem ganzen Leben, haut's mir jetzt einfach auch wieder einiges raus. Ja, ich habe leider niemanden, der ständig neben mir steht und mir den Schweiß von der Stirn tropft. Und mich pudert und schön macht und sonst irgendwas. Geo Leben TV ist ja ein Ein-Mann-Betrieb. Es freut mich schon immer wieder besonders, wenn Leute, Zuseher, liebe Glückwünsche an uns ausrichten. Ich bin's. Ich bin alleine. Ich bin vor der Kamera, ich bin hinter der Kamera. Ich mache alles anders, ja. Aber egal. Gut. Die erste Botschaft an diesem Video, ich habe wieder mit dem anorganischen Schwefel begonnen und da wird es natürlich in den nächsten Wochen den einen oder zweiten Erfahrungsbericht einfach auch geben und schauen wir mal, wie lang es funktioniert. Also, ich habe jetzt schon vor, das wirklich eine Zeit lang durchzumachen und im Augenblick, naja, 5 Tage sind jetzt einmal vorbei und ich habe jetzt keine Nebenwirkungen der besonderen Art, sage ich jetzt einmal. Und ja, werden wir sehen, wie das weitergeht. Das zweite Projekt, das ich dann nächste Woche mal anfangen möchte, ob sie das mit dem anorganischen Schwefel dann wirklich so verträgt, ich weiß es nicht. Vor allem auch mit dem augenblicklichen Projekt von der Weizenwampe zum Sixpack. Das werde ich dann sehen. Da muss ich mir einfach hineinfühlen und schauen, wie das ist. Das zweite ist das Thema die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung. Grundsätzlich mal nach dem Andreas Moritz. Ja, die werden wahrscheinlich auch einige kennen. Es ist auch so eine kontroverse Geschichte. Gibt es viele, viele Anhänger, aber natürlich gibt es auch welche, die total, die einfach sagen, das ist Schwachsinn. Das, was hier als Gallensteine immer wieder propagiert wird, ist nichts anderes als wie dieser verseifte Öl, das man in Mengen da irgendwie zu sich genommen hat und es ist das Ganze dann das Öl und so weiter und so fort. Aber da mag ich jetzt auch nicht zu viel darüber reden. Ich werde es auf jeden Fall machen. Auch diese Gallenleberreinigung habe ich schon mal zweimal probiert, aber auch so mehr oder weniger mehr recht als schlecht. Nächste Woche wird es mit ziemlicher Sicherheit so richtig angegangen, weil da hat es natürlich auch in den letzten Jahren neue Erkenntnisse dazu gegeben
Und die werden dann natürlich mit einfließen. Die Andreas Moritz ist ja schon seit längerer Zeit verstorben. Also der hat dann immer viel herumtun können. Ja, und das andere ist einfach auch, ich mag euch jetzt einfach mal fragen, wie geht es euch mit den von der Weizenwampe zum Sixpack Videos? Das war mir schon klar von Anfang an, dass ich hier nicht die wahnsinnig große Anhängerschaft haben werde. Also ich finde das total super. Was? Fitness? Was soll denn das wieder sein? Na, ich sicher nicht Fitness. Ich stehe auf meine Weizenwampe, jawohl. Und das mit der Weizenwampe zum Sixpack, das ist schon auch was, was mit Gesundheit einfach auch zu tun hat. Das ist einfach außer Zweifel, aber da geht es halt natürlich nicht in erster Linie um Nahrungsergänzungen beziehungsweise um spezielle Mittel, die die Welt nicht haben will. Ja, aber ich mag euch das schon ein bisschen nahe bringen, warum ich das mache. Also ich bin hier nicht auf einem Ego-Trip, ja, ich muss jetzt unbedingt, wow, und jetzt weiß ich was, da der Superman werden. Nein, um das geht es mir nicht. Ja. Die grundlegende Motivation bei der ganzen Sache ist jetzt nicht hier einen unglaublichen Body zu bekommen, sondern die grundlegende Sache war einfach, dass für mich einfach der Bauch, der immer größer wurde, ein Anzeichen ist eines Stoffwechsels, der dann immer super gut funktioniert. Ja? Und das ist das, was mich einfach gestört hat, beziehungsweise weil ich einfach gemerkt habe und dachte, das kann es ja nicht sein. Auf der einen Seite bin ich ein Gesundheitskanal und rede über irrsinnig viele Dinge und dieses und jenes und nehme auch sehr viel. Und auf der anderen Seite habe ich in meinem Leben so viel Stress, dass ich angefangen habe, mich so unglaublich ungesund zu ernähren und dadurch einen Bauch bekommen zu haben. Und das hat für mich nicht mehr zusammengepasst. Ja? Ich möchte ja ganzheitlich das Ganze angehen und auch ganzheitlich an euch hinaustragen. Das ist die Motivation, warum das Projekt von der Weizenwampe zum Sixpack entstanden ist. Das Sixpack, das ist eigentlich so ein Symbol. Ja? Das ist so wirklich, weil ich dadurch auch so einen Anreiz habe, der sichtbar ist. Ja? Gesundheit sieht man ja nicht immer so und das merkt man oft auch gar nicht so, weil das ist so ein Prozess, entweder schleichend nach unten oder nach oben. Ja? Das nimmt man gar nicht so wahr. Ein Sixpack, das sieht man dann halt einfach. Und das ist halt einmal für mich sehr reizvoll, weil ich eh sowieso immer in Berufsfeldern bin, wo man nichts Fertiges sieht. Ich arbeite seit 30 Jahren mit Menschen. Natürlich, wenn man genau hinschaut, sieht man was, keine Frage. Aber es ist nicht so wie bei einem Tischler, der hat irgendwas fertig und sagt, wow, das ist jetzt mein wunderbares Tischlerstück und er kann das anschauen. Sondern ich habe die Dinge immer imaginär im Kopf und so weiter und so fort. Und in dem Fall habe ich gemerkt, wow, das motiviert mich ziemlich, weil das ist sichtbar, da sieht man was, da spürt man was. Und das ist einfach das. Aber wie gesagt, es geht eigentlich um den ganzheitlichen, gesundheitlichen Gedanken in dieser ganzen Angelegenheit. Bitte gebt mir da einfach auch eure Meinung dazu. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das Ganze? Ja, und dann mag ich euch jetzt einfach auch ein bisschen motivieren dazu. Hey Leute, was für Themen, was interessiert euch? Ja? Welche Themen habt ihr am Balkon, auf dem Balkon oder im Kopf? Auf dem Schirm wollte ich eigentlich sagen. Also welche Themen, Interessen habt ihr auf eurem Schirm? Ich werde schauen, dass wir das Ganze in Videos dann bringen, in gewohnter bzw. in immer weiter verbesserter Manier, wie es halt bei mir so ist, dann wirklich Videos zu haben für dich da draußen, für Menschen, die einfach gute Informationen in relativ kompakter Form einfach haben wollen, aber auch mit Menschlichkeit verpackt. Das mag ich einmal so ein bisschen ansprechen. Es sind immer wieder mal so Kommentare, Informationen. Das gibt's ja nicht. Komm doch endlich einmal zum Punkt. Aber wirklich, der Meinung bin ich auch. Zahl mal an, mach ein bisschen schneller. Husch, husch. Die Kommentare, die habe ich immer wieder. Und ja, ich nehme es mir einerseits zu Herzen, das ist überhaupt keine Frage. Das ist schon richtig, ich rede gern und manchmal wiederhole ich etwas und manchmal sage ich es vielleicht sogar dreimal. Und ich bin der Meinung, dass es
einerseits gar nicht so schlecht ist, wenn man Dinge immer wiederholt. Es bringt ja nichts, einfach nur Informationen zu bekommen und dann sofort zum nächsten Video weiterzuschauen. Man soll das Ganze auch irgendwo ein bisschen verarbeiten können. Aber wie gesagt, ich nehme es auch ernst und nehme das Ganze auf und schaue natürlich, dass ich das Ganze dann einfach immer besser mache. Ja, ich will ja auch besser werden, das ist überhaupt keine Frage. Aber aus meiner Sicht lebt GeoLebenTV auch davon, dass ich hier nicht mit jedem Video in 3 Minuten fertig bin, weil solche Kanäle gibt es eh gut. Die sind gut, die sind wunderbar, die haben die Videos in 3-4 Minuten fertig. Und bei mir dauert halt ein Video einmal Minimum 10 Minuten, manche 12, 13, 14, 15 Minuten. Und das eine auch mal 20, weil ich der Meinung bin, dass es die Beziehungsebene auch geben sollte. Wir sollten uns nicht mehr nur über Informationen austauschen, nicht mehr nur über Sachebenen, sondern wir sind ja alle Menschen. Für mich als Mensch ist die Beziehungsebene unglaublich wichtig. Das heißt, wir reden miteinander, soweit es hier einfach auch möglich ist. Und es ist mein großes Anliegen. Aber wie gesagt, ich nehme alle Kommentare ernst. Keine Ahnung, haut mal eure Meinungen hinein, Brainstorming, was interessiert euch? Und sonst sage ich jetzt einfach einmal, bleibt gesund, werdet gesund, wenn ihr es noch nicht seid. Ja, es ist wunderbares Leben, YouTube ist spitze, lasst mal eure Daumen hoch da, schaut in die Infobox. In dem Sinne alles Liebe, Baba, ciao, tschüss und Servus, macht es gut.